Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War, Schlacht von Fredericksburg. Ja, in der Zwischenzeit beginnt der Angriff auf Merry Heights. Ich dachte, er beginnt eigentlich viel früher, aber naja. Die Rebellen nutzen den Schutz der dicken Steinmauer und hinter ihnen verteidigt eine große Anzahl an Geschützen den Hügel. Ihr Vorstoß wird das Leben vieler Männer fordern. Es ist unvermeidbar. Und auch hier haben wir wieder viele Freiwillige, alles Immigranten oder arme Bettler, die schickt man nach vorne als Kugelfang. Hier hinten haben wir wieder Sumpf, das gefällt mir wieder nicht. Wie kriegen wir jetzt diesen scheiß Hügel? Ich glaube, das sind auch alle Steinmauern hier. Das sind auch alles Einheiten. Vielleicht hier die Ecke. Dann das da wegbrechen. Weil hier, das dürfte unser Tod werden. Das würde ich eher vermeiden wollen. Ich würde sagen, wir konzentrieren unsere Augenmerk hier. Hier ist kaum Sumpf. Nur eine Mauer und dann sind wir schon hier bei der Verteidigung, bei der Artillerie. Das dürfte hoffentlich klappen. Ich hoffe, meine Idee ist gut. Kommst du? Hallo? Hierher. Ah, ich muss sie ziehen. Ich vergesse das immer. Ich ziehe die schon so gleich so nah wie möglich. Natürlich sind sie gleich im Feuer der Feinde, aber hey, dafür sind wir gleich nah dran. Ich pack sie wirklich alle hier auf diese Seite. Ich hoffe, ich bereue es nicht. So. Ja, die Mitte wird mir brechen. Ich weiß noch nicht, ob ich alles gleich reinschicke. Warum lasse ich so ein paar noch so in Deckung von Häusern? Oh, die Kanonen, die will ich aber gleich vorne haben hier. Die sollen gleich losbratzen. Und Freude verteilen. So, jetzt haben wir hier die schwächeren Kanonen. Die können nachrücken. Boah, wir haben ja massig an Kanonen hier. Diese Kanonen hätte ich dann gerne hier vorne. Und ja. Sag mal Start und ich sag mal gleich Pause. Weil diese Kanonen müssen wir, glaube ich, als erstes bewegen. Oh, das ist nicht wenig. So. Holla die Waldfee. Wenn die mal ankommen, das wird ein Kanonenfest. Also echt. So. Kommt erstmal hier rein. Könnt ihr euch erstmal bewegen. Ja, die Kanonen müssen sich da nur aufstellen. Also müssen hier mal die ersten Gas geben. Attacke. Attacke! Ups. Feuer! So. Kanonen. Feuer. Ein Kanonenfest. Ich sag's euch auf beiden Seiten. Na komm. Du darfst auch schon mal herkommen. Ah, wenn der Druck hier besteht, dann könnt ihr schon mal weiterlaufen. Der wird sich zurückziehen. Und der aber auch. Das heißt, wir haben die Seite geöffnet. So, Kanonen. Alle Mann, Feuer.
Longstreet, ja. Da tut mir leid, alter Mann. Oh, oh, oh. Das tut ein bisschen weh. Nein, der versucht sie wieder zu kriegen. So, die nächste Hürde ist gebrochen. Jetzt müssen wir echt unsere Leute gegen Kanonen anlaufen lassen. Das tut jetzt echt weh. Ja, das, mit Verlusten habe ich echt gerechnet. Ah, hier ist noch einer. Kitchen. Oh, nein, 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 nicht abkotzen. Nein, 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 hör auf, hör auf. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Und halt, halt. So, Pause. Brauch Nachschub. So doof, wie es klingt. Los, kommt. Hier, Feuer auf den da. Ah, der läuft. Kanönchen mit Hühnchen, ab auf die Mitte. Ich sollte nur schießen, Mann, Idioten. So, weiter, weiter. Peabody dahin, dahin. Und weiter. Gute Kanonen nachrücken. Nachrücken. So. Was ist denn hier los? Kommt ihr auch irgendwann mal? Ihr habt noch keinen Feierabend. Sieh zu. Mensch, ist Kinder hier. Alles Freiwillige, die zum Sterben da sind. Herkomm. Ja, die Kanonen werden hier echt wehtun. Das machen sie ja schon quasi. Von der Flanke. Die haben sich die Kanonen hier ausgeruht oder machen sie erstmal hier Sightseeing-Tour in Fredericksburg? Ich habe gesagt, ihr sollt euren Arsch davor bewegen. Was ist daran so schlimm? Munitionswagen hinterher. Machst das auch nicht besser. Sherman, komm ran da. So, dann kommen wir weiter ran. Kommen wir hier ran. Ihr könnt hier weiter umzingeln. Schießen wir sie uns schon so ein bisschen hin, wo wir sie wollen. Nämlich weg. Weiter, weiter. Kanon, Feuer. So, kannst auch mal rüberkommen hier. Weiß niemand. Stau, glaube ich, bei der Expert.
Nein, wir verlieren ja echt schon viele Leute, aber solange wir an Boden gewinnen, ist mir das doch ein bisschen egal. Und wir gewinnen hier gerade gut an Boden, also. Ab und zu läuft noch was bei uns weg, aber ist ja nicht unvermeidlich. So, genau, stell dich da mal auf. Genau, voll reinbratzen da. So, jetzt sind endlich die Kanonen hier auch mal eine getroffen. Brauchen wir echt mal Unterstützung hier. So, mal drei Kanonen dürfen schon mal weiter. Ihr dürft weiter ran. So, bisschen nachrücken. Die halten aber echt da noch aus, ne? Jetzt haben sich die da schon ein bisschen wieder formiert. Wir schnappen uns mal die Häuser, um ein bisschen Deckung zu kriegen. Na, eine kleine Fruchtfliege. Wie geht's, Ach ja, mein Kaffee. Scheiße. Jetzt greift man hier ein bisschen von der Flanke an. Kommt mal rüber. Aus dem Wasser raus, bitte. Irgendwann wieder aufgegeben. Das heißt, wir rufen nach. Und weiter. Ihr Männer, weiter. Verteidigungslinie hier. Die wissen gar nicht wohin. Na, die werden gleich auch extrem zusammengeschossen. Bassmann, wir gehen auf Bass. Boah, da fallen nur die, fallen wie die Fliegen. So liebe ich das. So, die Kanonen. Kommt mal rüber. Kommt mal rüber. Eine Fruchtfliege, die mir gerade echt auf den Sack geht. So, weiter angreifen oder zurückziehen. Hallo? Ich will die platt machen. Oh, erstmal einen Schluck kalten Kaffee hier noch. Oh, den letzten Schluck. Oh, fass den mal an. Tasse ist wirklich kalt. Oh. Das ist echt nur für harte Kerle. Ah, lecker. Schöner, kalter Kaffee, Junge. Uah. General, unsere Armee hat für den Angriff auf diese Hügel bereits einen hohen Preis gezahlt. Ja, das haben sie durchaus. Aber wir können trotzdem noch gewinnen.
Die Mary Heights könnten eingenommen werden, wenn wir entschlossen angreifen. Warte mal, das sind doch die Mary Heights, oder? Die Stellungen am Telegraph Road könnten geschwächt sein, wenn die Rebellen ihre Flanke verstärkt haben. Prospect Hill liegt als Ziel bereits fest und der Rest unserer Streitkräfte befindet sich an dieser Flanke. Wenn ihr das so sagt. Die letzten Reserven sind nun einsatzbereit. Jawohl. Wo sind sie denn? Also erstmal konzentriere ich mich jetzt da auf diesen Punkt, damit wir sie hier wegkriegen. Das sollte aber gut sein. Und dann können wir quasi da was wegschicken. Was kommt denn da? Das noch? Das ist noch von einer anderen Schlacht, glaube ich. Einheiten. Und hier kommt die Reserve. Upsi-dupsi. Heinrich ist auf einmal hier. Heinrich. Ja, Heinrich kann seine Kanonen ja schon mal erstmal hier hinschicken, ne? In diese Richtung. Hier haben wir Kavallerie, die schicke ich mal dahin. Ja, wenn da hinten meine Leute kommen, schicke ich die einfach dahin. Das ist ja nur ein, zwei Trüppchen, die, ja. Jetzt kommen aber auf einmal von da Leute. Da müssen wir mal gegengehen hier. Die können wir auch schon mal runterschicken. So viel brauchen wir da ja gar nicht mehr. Oh ja, was für ein Zufall, dass wir hier die ganzen Kanonen haben. Das ist ja cool. Dann hier die ganzen geschwächten Leute, nehme ich mir mal. Ah, ich muss erstmal Pause machen, warte mal ganz kurz. Die dürft da schon mal drauf schießen, das ist schon mal richtig. Wir haben noch so viel hier hinten, das alles kann doch erstmal hier hin. So. Ne, das alles brauchen wir dann nicht mehr. Brauchen wir mal einen General da unten. Die Motivation und dann gucken wir gleich, was wir noch abziehen können. Na, wir müssen die Motivation brechen. Alle Kanonen Feuer. Wie sieht's hier aus? Kavallerie ist frei. Das heißt, Heinrich kann schon mal hier hinsetzen. Und da hinten kommen noch mehr Truppen, die sich hier mit Heinrich verbünden können. Truppen können aber laufen. Laufen. Auch mal ein bisschen. Oh, 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 komm mal zurück. Hass, komm mal her. Versucht hier noch mal ein bisschen weiter wegzudrängen. Mal langsam Kanonen. Ne? Ah, Pause wieder. Jetzt müssen wir langsam hier gucken.
Ja, solange die nicht da sind, brauche ich da noch gar nichts machen. Das dauert noch. Genau, auf die Herankommenden da. Die drängen wir jetzt weiter weg. Einfach, weil wir es können. Alles, was hier ist, kann ja auch mal gut nachrücken. Oh Gott, ist das niedlich. So, wie sieht's? Kurz mal Pause. Wie sieht's denn hier aus? Das, was da ankommt, läuft auch gleich wieder nach Hause. Das finde ich schon mal ist ganz nett. Aber trotzdem können die Kanonen da voll drauf bratzen. Haha! Das wird ein Spaß. Heinrich, bist du schon auf Position? Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber das wird auch schön werden. Das wird schön werden. So, dann sage ich mal, ihr Männer hier vorne, ihr hier, setzt euch da mal in den Wald ab. Ach, ist das schön, wenn alles auf dem Haufen ist, die Kanonen können da richtig draufbratzen. Hier, alle Mann auf die Vorlasten, das wird doch so schön. Druck aufbauen. Kavallerie, habt ihr was gesichtet oder was? Was ist los? Vorne. Oh, von hinten. Ah, nee, 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 nee. Ihr müsst nach da, ihr müsst nach da. Entschuldigung. Du nach da, du nach da. Und du deckst bei unseren Hintern. Und du komm mal lieber hier. Meet, kommst du, kommst du, kommst du. Oh, 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 was ist denn hier los? Oh, Pause. Das war ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Das war ein bisschen zu viel des Guten. So, hier aus. Ziehe ich euch ab. Aber die Kanonen können bitte, weil die brauchen langsam wieder Unterstützung. Da auf den. Das sind hohe Verluste, die wir hier hinnehmen müssen, aber zumindest das Leben. Oh, der tötet ja einen nach dem anderen, das geht ja gar nicht da hinten, mein Freund. Die sind zwar hinter uns, aber trotzdem sehe ich die Hauptgefahr eher auf den da Typen von da vorne.
Attacke! Boah, hier sind noch frische Truppen. Zieh ich zurück, Hospital. Aber ich lasse die jetzt einfach da, wo sie sind, meine Güte. Halt. Pause. Wir haben da schon hohe Verluste. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Die sollen in unsere Reichweite der Kanonen kommen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir könnten da auf mehr Blut zollen, aber hey, komm. Mal zurück. Der Krieg ist ja noch nicht vorbei. Und vielleicht brauche ich die ja noch hier unten. So. Oh. Pause. Wo sind die hin? Hier waren noch mal Einheiten. Jetzt drehen sich meine Kanonen schon wieder weg, weil sie denken, hey, auf der anderen Seite ist mehr los. Kavallerie setze ich da mal gegen an. Hier kommt dann von der Seite. Cool, das war's auch schon. Wenn ihr Kanonen euch eh schon dreht, könnt ihr ja schon mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Next. Ihr kommt dann auch ein paar Meter weiter. Kanonen, alle Mann. Hier, auf den da. Der kommt. Der Robinson. Oder Robinson. Ihr müsst ja aufhalten. Jawohl. Da geht's um die Elite-Einheit. Und tschüss. Das gefällt mir. Kanonen, Feuer! Feuer auf den da! Ihr könnt weiter vorrücken. Ach, da ist der Punkt. Verdammt, ich laufe die ganze Zeit woanders hin. Kavallerie weiter vorrücken, wohin Supply. Hier vorrücken. Stonewall Jackson und seine Elite-Division verstärkt ihr Zentrum. Das ist scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wo welche Front ist. Ich hab's verbissen, vergessen. So. Oh, das reicht doch hier. Komm, du da mal hin. Da mal hin. Und die ziehe ich ab. Noch mal kurz Pause. Ihr alle. Mal hier runter. Wir brauchen unten hier Leute. Weiter. Ist da niemand? Okay, haben sich aufgelöst.
dann ziehe ich hier wieder einen ab, damit du den Punkt da behältst. Na, sollen sie doch kommen. Ich habe Zeit. Ich habe nichts vor. Alles gut. Kanonen, haben Munition, alles Dufte. Immer den Fangenden hinpacken. Ah, da hinten hat sich eine verkrochen. Man könnte jetzt die Verteidigung einnehmen. Komm, ich mach das mal scherzeshalber. Werdet jetzt hier diese Farm verteidigen. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung hier noch Feinde kommen. Verteidigen sie in alle Richtungen hier. Seitlich rein. Geh damit die laufen. Ach, das war schon der Sieg. Also wir haben sie da. Also hier haben wir sie irgendwie zerfrickelt, ne? Also hier haben wir sie komplett das Zentrum zweimal. Quasi hier einmal. Also eigentlich war das hier eine Linie. Das haben wir ja zerstört. Und dann hier eigentlich auch nochmal. Also wir haben sie komplett auseinandergenommen. Wie viele Leute haben wir verloren? 18.000 Mann. Hammer. Naja gut, wir sind zweimal gegen befestigte Positionen angetreten. Und quasi haben dadurch schon zigtausend Mann verloren wahrscheinlich. Einfach weil sie als Kanonenfutter geendet sind. Und ich bin mal trotzdem gespannt, ob wir trotzdem mit Plus rauskommen. Das heißt so 20.000. 20.000 wäre gut. Oh. 12.000 Mann? Ist nicht gut. Schade, dass man immer nur 1000 Mann Gefangene kriegt. Wir haben 3000 Gefangene, dann hat man 2102 Mann erschossen, damit sich 1000 wieder bei uns anschließen. 12.000. Scheiße, das ist ein dickes Minusgeschäft gewesen. Aber das ist, glaube ich, das erste Minusgeschäft hier mit der Union. Meistens hatten wir dann immer mehr Einheiten als am Anfang. Ich kann ja mal aus Washington welche ordern, so ist es nicht. Ja, da. Komm, machen wir mal. Aber wir. 60.000, 21.000 Mann. Ah, wieder ein paar Vorgesetzte. Offiziere verloren. Na, was willst du erwarten, wenn du Leute gegen Kanonen in den Nahkampf schickst? Wo sind denn die nächsten Schlachten? Ui, so viel ist das gar nicht. Parker's Crossroads. Und was ist das hier? Stones River. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne nur ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.